Ich bin Cliff und das ist Marty. Und das sind die Was geht ab Shorts. Alle 10 Sekunden stirbt weltweit ein Mensch durch Alkohol. Zu diesem Ergebnis kam die Weltgesundheitsorganisation WHO in einer Studie, die jetzt veröffentlicht wurde. Für die Studie wurden Daten aus allen 194 Mitgliedsländern der Vereinten Nationen gesammelt. 5,9% aller Todesfälle sind laut der Studie auf den Genuss von Alkohol zurückzuführen oder auf Verkehrsunfälle und Gewaltakte, die von Betrunkenen begangen werden. In Europa trinken die Menschen am meisten. Hier werden im Schnitt 10,9 Liter reiner Alkohol pro Person im Jahr getrunken. Ermittelt wurden diese Zahlen für die Bevölkerung ab 15 Jahren. Dass so viel getrunken wird, ist ein großes Problem. Alkohol verursacht nicht nur viele Krankheiten, sondern wirkt sich auch negativ auf die Gesellschaft aus, weil unter Alkoholeinfluss zum Beispiel viele Unfälle und Verbrechen begangen werden. Auch das Risiko an Krebs oder Leberzirrhose zu erkranken steigt. Es kommt außerdem häufig zu seelischer, körperlicher oder sexueller Gewalt, vor allem in Familien. Laut dem Statistischen Bundesamt war Alkohol 2012 die zweithäufigste Ursache für psychische und verhaltensbezogene Störungen. Für Kinder und Jugendliche ist Alkohol besonders schädlich, weil das Gehirn noch wächst und reift. Alkohol bremst dieses Zellwachstum und führt deshalb zu Schäden bei der Denkfähigkeit. Betroffene können sich Dinge schlechter merken und denken langsamer. In Deutschland trinken die Leute besonders viel. Hier werden 11,8 Liter purer Alkohol jährlich pro Kopf getrunken. Umgerechnet sind das an die 500 Flaschen Bier. Bier ist bei den Deutschen der Favorit. 53,1% der insgesamt konsumierten Alkoholmenge wird als Bier getrunken. Ein weiteres Viertel als Wein. 1,8 Millionen Menschen in Deutschland sind alkoholabhängig. 10 Millionen weitere trinken so viel, dass es gesundheitlich bedenklich ist. Als schädliche Menge gelten 2 Gläser Bier pro Tag für Männer und eines für Frauen. Da die Behandlung von Krankheiten, die aufs Trinken zurückzuführen sind, jährlich schon jetzt fast 27 Milliarden Euro kostet, gibt es in Deutschland Regeln, um den Alkoholkonsum so gut es geht in Grenzen zu halten. Dazu gehört, dass jeder, der Alkohol kauft, auch Steuern mitzahlt, die das Getränk teurer machen. Außerdem gibt es Altersbeschränkungen, um Kinder und Jugendliche zu schützen, sowie Regeln für die Werbung. Dass all diese Maßnahmen bislang nur wenig erfolgreich sind, sieht man an den hohen Alkoholkonsumzahlen der Studie. Deshalb fordern einige Politiker zum Beispiel ein Werbeverbot für Alkohol. Im weltweiten Durchschnitt tranken die Menschen übrigens viel weniger als die Deutschen, nämlich nur 6,2 Liter reinen Alkohol pro Jahr. Der Alkoholkonsum in Europa ist zwar im Vergleich am höchsten, dafür aber auf einem konstanten Level, während der Konsum in Südostasien und im Westpazifik steigt. Laut der WHO-Studie gingen 2012 weltweit 7,6% der Todesfälle von Männern und 4% von Frauen auf Alkoholkonsum zurück. Insgesamt sind das 3,3 Millionen Menschen. Was sollte eurer Meinung nach unternommen werden, um den Alkoholkonsum in Deutschland zu senken? Und empfehlet ihr es persönlich auch so, dass insgesamt mehr Alkohol getrunken wird? Schreibt es uns in die Kommentare. Neben Marty findet ihr 2 weitere Videos, unter mir den Abonnier-Button. Unter mir gibt's Texcalibur und in der Videobeschreibung sämtliche Social-Media-Dingstas sowie unsere Kanäle. Das waren die Was geht ab Shorts. Wir sagen tschö. Oder nicht? Doch.